Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal Zabunzels Orakel. Das ist jetzt die Tagesbotschaft für Dienstag, den 13. Oktober 2020. Es wird eine allgemeine Legung sein. Schaue auf dich. Du liegst hier auf der linken Seite. Und das sind die Karten für dein Gegenüber. Die habe ich ausgelegt, damit dieses Video nicht knapp eine Stunde dauert. Da schläft man nämlich, denke ich, dann über dem Kartenlegen ein. Ja, bitte schau für dich ganz genau, ob meine Worte, die ich hier so von mir gebe, dich erreichen in irgendeiner Art und Weise. Wenn dem nicht so ist, dann ist dies schlicht und ergreifend nicht deine Legung. Ich kann nur für ein Kollektiv schauen und nicht jeder kann damit in Resonanz gehen. Aber guck einfach, ob du den einen oder anderen Impuls da für dich mitnehmen kannst. Und ich lege jetzt mal los. Du hast am Dienstag auf der Kopfebene den Baum, das Buch und dann sind gleichzeitig die Störche und der Schlüssel gefallen. Ja, du bist, denke ich, in deinem Wachstum ein ganz gutes Stück vorwärts gekommen, hast vielleicht, ja, es mittlerweile oder bist auf einem guten Weg dahin, dich tief in dir selbst zu verwurzeln. Na, hast sozusagen festen Boden unter den Füßen und bist bereit, ein neues Kapitel in deinem Leben zu öffnen. Du denkst über eine große Veränderung in deinem Leben nach. Die Störche können für einen Wohnungswechsel, einen Umzug, eine Reise ins Ausland, was auch immer, Familiengründung stehen. Ja, und du bist ja auch sehr sicher, dass, dass es in diese Richtung gehen wird. Dann hast du auf der Gefühlsebene das Schiff, den Bären und das Kind. Ja, du machst dich auf die Reise. Der Bär steht für den Seelenpartner. Na, vielleicht machst du dich tatsächlich auf die Reise zu ihm. Es kann aber auch einfach dafür sprechen, dass du große Sehnsucht nach ihm hast. Es kann auch bedeuten, dass du dich auf die Reise in deine innere Kraft machen wirst. Na, also dass du einfach mal guckst, wo denn der Ursprung allen Übels liegt und ja, das Ganze in Frieden vorbeiziehen lässt und du dadurch halt in deine innere Kraft kommst. Und das Kind liegt ganz klar für den Neustart. Ne, interpretiert ihr das so ein bisschen für dich selbst? Ich möchte eigentlich immer nur einen kurzen Impuls geben, weil die Geschichten sind doch, auch wenn sie ähnlich sind, sind sie doch immer sehr individuell und bei einer allgemeinen Legung kann ich halt jetzt nicht alle Szenarien so hervorrufen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich bin ein bisschen müde heute. Ja, die weiteren Schritte. Da liegt die Sonne, die Lilie, die Sterne. Fein. Ja, die Sonne steht für das große Glück, die Lilien für die Harmonie, die Leidenschaft und die Sterne für die Klarheit. Na, das wird immer klarer, dass du da auf dem Weg in dein Glück, in die Harmonie bist. Hier liegt auch schon der Weg. Und wo landet man dann? Bei Onkel Horst. Aber erst dann, ne? Wenn man in seine innere Kraft gefunden hat. So, auf seiner Seite. Er hat in der Kopfebene die Kuckucksuhr, das Karma-Kreuz. Ja, es ist schon wieder nicht unter den Tisch gefallen, sondern mittendrauf. Und den Stern. Ja, vielleicht beschäftigt ihn seine Vergangenheit schon eine ziemlich lange Zeit. Ich habe das ja häufiger als einmal geklärt und für die, die hier mit mir reisen,
Also ich habe halt hier und da die Bestätigung bekommen, dass dem tatsächlich so ist, dass da die Heilung des inneren Kindes gefragt ist. Und das schaut er sich schon seit längerer Zeit an, aber das Maskenthema natürlich auch, ne? Dieses sich geben, wie man eigentlich gar nicht ist. Aber in diese Sache kommt Klarheit. Der Stern liegt direkt rechts neben dem Karma-Kreuz. Der kriegt also, ja, so langsam ein bisschen auf die Kette, was denn da los ist bei ihm. Dann hat er auf der Gefühlsebene die Sense, die Wolken, die Würfel. Und die Sense, die Wolken liegen mittig, ne? Der hat da vielleicht eine trübe Phase, durch die er gerade geht. Aber hier, die Sense, die schmettert da so dermaßen rein und fegt die dunklen Wolken weg. Was dann übrig bleibt, ist die Sonne, die da hervorscheint. Und ja, er weiß einfach auch, dass er da eine Entscheidung treffen möchte. Und ich glaube, er ist da auch schon auf einem ganz guten Weg. Seine weiteren Schritte, da liegen die Mäuse, liegen jetzt unter der Sense. Ne? Das ist auch nur ein kurzes Mangeldenken, was da irgendwie stattfindet. Die Mäuse, die Fische, der Brief und er hat sich mit der Rose in der Hand direkt daneben gelegt und schaut sehnsüchtig in deine Richtung. Ja, die Mäuse, die Fische, so in dem Zusammenhang könnte es sein, dass da also ein bisschen so ein Mangel in puncto Finanzen gibt. Ja, das könnte sein, dass er da irgendwie so ein bisschen Probleme hat, dass das nicht alles wirklich so rund läuft. Er wird ja aber Nachrichten schicken. Die sind am Dienstag vielleicht auf dem Weg zu dir. Und wie gesagt, er ist auch selber ehrlich. Hier kommt dann noch der Blumenstrauß für die freudige Überraschung oder eine Einladung. Und ja, er ist dein Seelenpartner und er kommt auch wieder in seine Kraft. Sehnsucht hat er auch. Leidenschaftliche Gefühle hat er auch. Ja, da steht das große Glück. Juti. Jetzt kommen meine Feen zum Einsatz. Spirit für mein Seelenpartnerpaar am Dienstag. Bitte ein Impuls für hier meine Zuschauer, Zuschauerinnen. Okay. Und einen Impuls bitte für ihn. Interessant. Interessant. Okay, da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, das liegt andersrum, aber es ist ja so gefallen. Gucken, was da kommt an Impuls. Die innere Ehrlichkeit, ne? Die Aufforderung. Eigentlich nur, nicht nur für den Dienstag, sondern eigentlich sollte man sich immer dazu auffordern, wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein, nicht an Dingen festzuhalten, nur weil sie immer schon so waren. Oder weil man einfach denkt, ach, es war doch so schön, es wird doch, ich weiß es nicht. Ne? Ich gucke jetzt mal nach, bevor ich heute nicht um Kopf und Kragen rede. Ich habe es heute nicht so mit dem Reden. Wenn ich es dann trotzdem tue, ist immer. Moment. FGHI. Diese Karte deutet darauf hin, dass du deine wahren Gefühle verbirgst und in einer wichtigen Angelegenheit nicht wirklich ehrlich bist. Die Feen fordern dich dringend auf, dir deine wahren Gefühle einzustehen. Okay, mach's genau auf beiden Seiten. Ja. Denk einfach drüber nach, ne? Wo du dich da selber noch anders gibst, als du eigentlich bist. Manchmal traut man sich ja nicht wirklich ehrlich zu sich, also zu anderen zu sein und nicht ehrlich zu sich selbst. Das kommt ja schon mal nicht so toll an, wenn man sich so offenbart.
wie man eigentlich ist, meint man, es fühlt sich aber besser an. So, er hat da den Ortswechsel. Er hat da den Ortswechsel. Eine Ortsveränderung kommt auf dich zu. Wahrscheinlich wirst du in eine neue Wohnung ziehen. Diese Karte könnte jedoch auch bedeuten, dass du deinen Arbeitsort wechselst. Das ist jetzt aber hochinteressant. Vielleicht hat er einen Job gehabt, der ihm alle Kraft geraubt hat, den er sich sehr fokussiert hat, aber vielleicht einfach viel zu wenig verdient hat, um wirklich vernünftiges Leben führen zu können. Und vielleicht, ja, macht er da den totalen Schwenk um. Bin ich ja mal gespannt. Lass es mich wissen. Nicht blöd, lass es mich wissen. Heidewitzka, ist denn heute los? Da muss ich noch dran arbeiten, Karten legen und dann gleichzeitig vernünftige Sätze zu bilden. So, ein Hinweis für dich. Nett. Und ein Hinweis. Heißer. Danke, Spirit. Du hast die Erakura, die bekommst du gerne mal. Das ist das Erblühen. Ja, das Erblühen, aber du beginnst auch Geduld mit dir selber zu haben, weil du weißt, du steckst da in einem Prozess. Vielleicht fängst du an, nicht mehr alles übers Knie brechen zu wollen, das alles sofort, möglichst schnell und wir haben keine Zeit mehr, doch haben wir. Und diese Karte fordert dich einfach auf, ne? Erblühe, du, erblühe. Und wenn dich das anspricht und du gerade in so einem Prozess steckst, dann tu dir viel Gutes. Gerade wenn man dabei ist, auch viel über sich selbst nachzudenken, braucht man da dringend einen Ausgleich, ja, die frische Luft. Leg dich in die Badewanne, träller dir ein Liedchen, auch wenn alle sagen, das darfst du nicht. Das kannst du nicht. Mach, wonach dir ist, mal ein Bild, werd kreativ, weil dann ist es auch einfacher mit der Geduld. Das sind so Sachen, da geht man schön raus aus dem Kopf und landet wunderbar mittendrin in sich selbst, bei sich selbst, Entschuldigung. Ja, und das ist so das, was mir da jetzt zu dieser Karte einfällt. Vielleicht hast du da deine eigene Interpretation. Er bekommt die Aphrodite, die innere Göttin. Ja, erwecke die Göttin in dir oder den Gott in dir. Ja, tanze, kümmere dich um dich selbst und verbinde dich mit dem Universum. Was möchte er dir sagen? Würde er morgen vor dir stehen, was würde er dir gerne sagen dann? Also nicht morgen, am Dienstag. Ich mache die Orakel immer einen Tag vorher. Da verhedder ich mich dauernd. Aber ihr versteht mich schon. Und du? Du möchtest ihm was sagen? Danke. Er möchte dir sagen, allein die Zeit wird es zeigen. Vielleicht glaubt er nicht an eine Liebe auf Ewigkeit, vielleicht zweifelt er da einfach noch dran. Hatten wir gestern auch. Warte, sind immer die gleichen Karten. Ja, der heimliche Verehrer. Vielleicht ist für den einen oder anderen die Beziehung noch nicht öffentlich. Gibt ja viele Konstellationen. Aber auf jeden Fall verehrt er dich.
Und irgendwie denkt er auch, es ist schon für immer. Das ist jetzt ein bisschen konträr. Allein die Zeit wird es zeigen. Es ist einfach so ein Also mir kommt das so als Impuls rein, dass er halt immer noch so ein bisschen wackelig ist und zweifelt. Aber im Grunde möchte er dir sagen, für immer, ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Und wenn nicht auf eurem gemeinsamen Weg, dann jeder für sich allein. Du gibst ihm mit auf den Weg Erfolg, hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Und dann sagst du ihm auch noch, abwarten, überstürze nichts, lass die Dinge ihren Lauf nehmen. Kann man ja so stehen lassen. Ist ja deutlich, steht ja eine klare Botschaft drauf. So, dann noch ein Vögelchen für jeden von euch. Und dann entschwinde ich wieder ins reale Leben. Welche Botschaft bekommt mein Zuschauer am Dienstag? Welchen Impuls darf ich ihm mit auf den Weg geben? Ja, die guckt mich so. Nee, Moment, Moment, Moment. Die wollte ich haben. Die springen nicht so gerne. Manchmal habe ich das Gefühl, die schaut mich da jetzt so an, die muss da hin. Dann mache ich das auch. Gibt es hier noch was für unseren Seelenpartner? Kriegt er direkt gleich drei. Ich guck mal, ich lasse da liegen. Dann Feierabend, Ende Gelände. So, ihr Lieben, euer Impuls ist, die Zeit des Jammerns ist vorbei. Wenn dir etwas nicht passt, dann ändere es. Allem wohnt die Kraft der Transformation inne. Du hast alles, was du brauchst. Vertraue dir. Yes! Das kann ich nur unterschreiben. Mach dir ein Standbild, fotografiere dir das ab und pinne dir das an die Wand, wenn du das brauchst. Aber ist ein wichtiger Impuls, glaube ich, für den einen oder anderen. Er hat da. Nimm dein Herz mit, wenn du fliegst. Und wenn es zu müde ist, dann lass es Kraft tanken. Fliege nicht ohne dein Herz. Ohne Herz kommst du nie an. Mit Herz bist du immer angekommen, wo du auch bist, was du auch tust. Oh ja. Auch ein wichtiger Hinweis. Ich halte es mal in die Kamera. Aha, und dann bekommt er noch den Hinweis, du brauchst keine Daseinsberechtigung, du bist also sei. Fang an zu leben. Und dann hast du wieder etwas mehr Text. Löse ein Nie auf. Tue etwas, von dem du gesagt hast, niemals. Erweitere dich um diese außergewöhnliche Erfahrung und hole zu dir, was du von dir getrennt hast. Vielleicht hat er vor langer Zeit schon Nein zur Liebe gesagt. Vielleicht ist da so viel an Enttäuschungen gewesen. Vielleicht hat das euren Weg auch nicht gerade einfacher gemacht. Und er ist aber jetzt auf dem Weg dahin zu sagen, yes. Und dieses niemals hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, ihr Lieben, schauen wir mal, ne, was am Dienstag so Spannendes auf euch zukommt. Ihr dürft gerne berichten. Ich lese alles. Ich versuche auch immer zu antworten. Nur manchmal fehlt mir die Zeit, dann seid mir nicht böse. Es ist alles, ne? Ich lese wirklich jeden Kommentar und es interessiert mich auch. So, ich wünsche euch einen super tollen Dienstag oder wann immer du dieses Video findest. Wird schon seinen Grund haben, warum du da gerade so gelandet bist. Alles Gute, bleibt mir gesund, liebe Grüße, eure Zapunzel.